Wir haben im Garten Futterhäuschen, die täglich gereinigt werden, und einige Igelschlafhäuschen, die nur einmal im Jahr gereinigt werden. An regnerischen Tagen oder auch im Sommer, wenn es sehr heiß ist, oder jetzt zum Herbst, wenn es immer kälter wird, schlafen die Igel manchmal auch sehr gerne tagsüber im Futterhaus. Im Folgenden ist eine Aufnahme von einem tagschlafenden Igel in diesem Futterhaus zu sehen. Und während der Igel hier am frühen Morgen noch genüsslich etwas frisst und sich dann ganz ruhig das Küchenpapier zusammenschiebt, um sich ein gemütliches Tagesschlafnest zu bauen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einige Informationen mit diesem Video mitzugeben. Eventuell ist was Interessantes für dich dabei. Im Herbst verhilft die Zufütterung manchem Igel noch zu einem ausreichenden Speckpolster für den Winterschlaf. Die Energiebilanz der nach Futter suchenden Stachelritter wird nämlich immer ungünstiger. Um die wenigen noch verfügbaren Beutetiere aufzustöbern, müssen sie weite Wege zurücklegen. Außerdem erfordern niedrige Temperaturen mehr Energie zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Dann verbrauchen die Igel bei der Futtersuche vielleicht sogar mehr Kalorien, als die erbeutete Nahrung liefert. Das Gasthaus eröffnet man frühestens Mitte September bis Anfang Oktober. Sinken die Nachttemperaturen nahe an den Gefrierpunkt und liegt womöglich Schnee, muss Schluss sein mit dem Zufüttern. Gefrorenes Futter tut auch Igelmägen nicht gut. Außerdem kann die Bereitstellung von Nahrung manchen Igel vom Winterschlaf etwas abhalten. Das Ende der Zufütterung signalisiert ihm, dass es jetzt Zeit ist, schlafen zu gehen. Nahrungsmangel ist daher ein wichtiger Winterschlafauslöser. Kommt der Igel weiter an den Ort der Zufütterung, heißt es, ihn zu beobachten. Ist er sehr abgemagert und sieht krank aus? Dann sollte er eingefangen werden und eine Igelstation sollte um Rat gefragt werden. Ist der Igel wohl genährt, dann muss man hart bleiben, damit der Igel merkt, dass nun das Futter ausbleibt und er den Winterschlaf beginnen muss. Igelfutter eignen sich lebendige Mehlwürmer und lebendige Zophobas sowie auch getrocknete Mehlwürmer, Rührei ohne Gewürze und natürlich abgekühlt, sowie auch gedünstetes Hähnchen oder gedünsteten Lachs. Frisches Wasser benötigen die Igel täglich. Unbedingt zu vermeiden sind Milchprodukte wie Milch, Quark, Joghurt, Hütten- oder Hartkäse sowie gewürzte Speisereste aller Art. Kuchen, Kekse, Schokolade, Honig, Grießbrei oder was auch immer. Auch kein Obst und kein Gemüse sollte der Igel angeboten bekommen. Igel können durchaus verschiedene Geschmacksrichtungen wie süß, sauer, salzig und bitter erkennen. Daher ist es meine persönliche Meinung, dass Katzenfutter, was ja auch eine bestimmte Geschmacksrichtung hat, nicht für Igel besonders geeignet ist. Allerdings, wenn der Igel sehr abgemagert ist, ist es definitiv besser als gar nichts. Jetzt im Herbst sieht man deutlich, dass der Igel tagsüber durchaus als Kugelform schläft. Dies ist auch schon ein Zeichen auf die Vorbereitung des Winterschlafs.
denn im Sommer liegt der Igel lieber auf dem Bauch oder ausgestreckt mit den Füßchen nach vorne und nach hinten und eben nicht eingekugelt. Sollte der Igel mehrere Tage hintereinander im Futterhaus schlafen, dann hat er eventuell kein Nest. Und dann könnte es sein, dass er sich hier im Futterhaus ein Nest baut, wenn er denn dann einiges an Nistmaterial vor der Hütte findet. Also eventuell dann einfach trockenes Nistmaterial vor das Futterhaus legen und abwarten, ob der Igel das hineinträgt. In der letzten Zeit konnte ich feststellen, dass unsere Igel in den Winterschlaf gehen, unabhängig davon, ob wir Futter anbieten oder nicht. Sie kommen dann halt einfach nicht mehr. Wir bieten aber weiterhin Futter an, jedoch sehr viel weniger und stellen dann irgendwann auf getrocknete Mehlwürmer um. Diese bieten wir das ganze Jahr über in einem Futterhaus an. Wir haben eine Kamera vor diesem Futterhaus und so kann ich beobachten, ob es noch bedürftige Igel gibt, die im Winter wach geworden sind oder noch nicht eingeschlafen sind und auf Futtersuche sind. Ich fand es interessant zu erfahren und auch zu sehen, dass zuerst die Igelmännchen in den Winterschlaf gehen, dann die Igelweibchen und zum Schluss die Igelkinder. Gerade die Igelkinder benötigen daher noch sehr viel Futter, manchmal sogar bis in den Dezember, wenn dieser mild ist. Die Igelkinder haben in der Nacht Zeit, entweder das Haus zu bauen oder Futter zu suchen. Da die Igelkinder unerfahren sind, verbringen sie die meiste Zeit mit Futtersuche und denken noch nicht daran, sich ein Haus zu bauen. Manchmal ist das Haus dann auch zerstört durch Gartenarbeiten und die Igel sind nicht mehr in der Lage, so schnell ein neues Haus für sich zu bauen, das auch wirklich für den Winterschlaf geeignet ist. Hier kann man den kleinen Igeln helfen, indem man ein oder zwei Schlafhäuschen in seinem Garten aufstellt und ungefähr 50% des Nistmaterials schon in das Häuschen reinlegt und 50% daneben. Das hat den Vorteil, dass wenn der Igel in das Häuschen krabbelt, dann hat er schon diesen Impuls, dass dort ein Nest entstehen kann und findet direkt neben dem Häuschen das fehlende Nistmaterial, um sich ein richtiges Nest zu bauen und darin dann auch den Winter zu verbringen. Warum sollte man nicht das ganze Haus voll Material stopfen? Nun, die Igel bauen ihr Nest, indem sie immer wieder etwas Material hineintragen und dann sich im Kreis so lange drehen, bis das Material miteinander verwoben ist und fest ist. Am häufigsten bauen Igel ihre Nester in Hecken oder dichtem Gebüsch. Dort gründlich auszuputzen empfiehlt sich daher im Winterhalbjahr nicht. Auch Bodendecker sind ein beliebter Platz für Igelquartiere. Unter Zwergmispel und Efeu lässt sich trefflich ein Nest anlegen. Kriechende Pflanzen muss man ja nicht schneiden. Ein Vorteil für die Igel, da hier Störungen seltener vorkommen. Das schützende Dach von Baumwurzeln lädt ebenfalls zum Nestbau ein. Igel scharren sich darunter eine tiefe Mulde,
in die sie Laub und trockenes Gras eintragen. Hohlräume in einem mit Grün überwucherten Stein oder Totholzhaufen können Igel ebenfalls als Unterschlupf dienen. Solche Strukturen sind obendrein wichtige Biotope für andere Tierarten. In Steinhaufen oder Mauern wohnen mit Vorliebe Eidechsen. Totholz ist ein Biotop für Käferarten. Igelunterschlüpfe im Garten. Die meisten Gärten sind reich an Unterschlupfmöglichkeiten für die Stacheltiere. Wenn man einen Blick für die Strukturen bekommt, die als Neststandorte bei Igeln besonders beliebt sind, verringert sich die Gefahr, sie bei Arbeiten rund ums Haus und im Garten aufzustören oder gar zu verletzen. Igel wechseln im Sommer zwischen mehreren Nestern. Wird eines davon zerstört, ist das für einen allein lebenden Igel zwar ärgerlich, aber nicht lebensgefährlich. Er hat ja noch die anderen Nester. Während des Winterschlafs liegt die Körpertemperatur des Igels im Normalfall nicht weit über 0 Grad. Wenn sein Nest zerstört wird, weckt ihn zwar der Kältereiz auf, aber es dauert viele Stunden, bis die normale Körpertemperatur erreicht und der Igel aktionsfähig ist. Jeder Aufwachvorgang kostet sehr viel Energie. Im schlechtesten Fall kann dies den Verbrauch der letzten Reserven bedeuten. Im Winterschlaf aufgestörte Igel sollte man also schnellstmöglich und bevor es zum vollständigen Erwachen kommt, in ein gut isoliertes und trockenes Ersatznest umbetten. Sehr magere Igel brauchen jedoch häusliche Pflege. Hier kann man sich an eine Igelstation wenden und um Hilfe und um Empfehlung bitten. Ältere und kräftigere Tiere können sich auch im Winter ein neues Nest bauen, jedoch fehlt es dafür meist an Nistmaterial. Im Winter ist das meiste Nistmaterial feucht und nass oder sehr weit weg vom Nest. Schlafen immer gerne in der Ecke, die dem Eingang diagonal gegenüber liegt. Ein Windfang oder ein sogenannter Labyrintheingang schützt vor Kälte und Zugluft. Thank you.
Wenn man für das Igelhäuschen einen Platz gefunden hat, der wettergeschützt ist, also vor Regen und Nässe geschützt ist, dann muss man nicht unbedingt einen Holzboden in dem Häuschen haben. Igel nehmen sehr gerne solche Bauten an, wo kein Holzboden drin ist, denn sie scharren sich in der trockenen Erde gerne eine Mulde und tragen sich dann das Material dort hinein. Mit Holzboden ist es wichtig, dass auch das Häuschen auf einem trockenen Untergrund steht. Hierzu ist es ideal, wenn man unter dem Boden des Häuschens einige Leisten oder Steine hinlegt, sodass das Haus auf gar keinen Fall feucht wird. Ja, und Igel hinterlassen oft in ihren Häusern leider auch Kot. Flöhe, Milben und Schimmelpilze sowie Bakterien vermehren sich dann zudem im Einstreu. Anders als natürliche Igelnester, die nach einiger Zeit verfallen, stellen dauerhafte Unterschlüpfe Infektionsquellen dar, wenn man sie nicht jährlich ausputzt. Die beste Zeit dafür ist das späte Frühjahr, also nach dem Winterschlaf und vor der Wurfzeit. Somit ist jetzt die allerletzte Möglichkeit, noch ein Igelhäuschen zu reinigen, bevor der Igel dort endgültig sein Nest gebaut hat. Man kann prüfen, ob das Nest bezogen ist, indem man vor dem Eingang etwas trockenen Sand streut und beobachtet, ob sich dort Fußspuren sehen lassen. Man kann auch ein kleines Zweiglein so schräg in den Eingang stellen und sieht dann, wenn dieser weggeschoben worden ist. Oder man stellt eine Wildtierkamera in der Nähe des Eingangs auf und überwacht so, ob dort ein Igel Interesse findet. Ein wetterfestes Dach finden Stacheltiere unter Gartenhäuschen, Hühner- und Kaninchenställen, unter Fertiggaragen und natürlich in Igelhäuschen. Etwas Laub oder Stroh, was man vor das Igelhäuschen legt, erleichtert es ihnen, sich dort einzurichten. Ebenso gern angenommen werden die Hohlräume unter Bretterstapeln oder unter Paletten, auf denen Baumaterialien gelagert sind. Holzstapel sollte man daher während des Winters nie gänzlich abbauen. Igel halten sich mit Vorliebe in kleinen Nischen darunter auf. Richtig angelegte Komposthaufen bieten den Igeln nicht nur ein Quartier, sondern sind auch eine ergiebige Speisekammer. Ist also das Nest noch nicht bewohnt, aber man möchte es noch schnell reinigen? Dann räumt man das Nistmaterial heraus und sollte sich dabei lange Handschuhe anziehen und auch Kleidung, die man eventuell hinterher einfach wegwerfen kann. Socken bitte über die Hose stülpen, sodass die Flöhe, die eventuell im Nest sind, nicht unter die Hose hüpfen
und einen dort beißen. Die Holzhäuser wäscht man dann gründlich aus und trocknet sie an der Herbstsonne. In Unterschlüpfen mit Naturboden trägt man 2 bis 3 cm der Erde ab und schüttet neue trockene Erde oder Sand auf. Sehen ihre Umgebung mit anderen Augen. Viele Gefahren, denen man sich als Mensch gar nicht bewusst ist, bedrohen das Leben der kleinen Stacheltiere. Mit geringem Aufwand lässt sich viel Tierleid vermeiden. Netze über Beerensträuchern dürfen nicht bis zum Boden herunterhängen. Igel können sich darin verwickeln. Und auch in Mäuse- und Rattenfallen ist schon mancher Igel gestorben. Oder hat sich seinen Fuß verletzt? Wir verwenden im Garten nur Lebendfallen gegen kleine Mäuse, die wir dann umquartieren. Und überhaupt keine anderen Fallen oder auch kein Gift. Ich möchte auch das leidige Thema der Rasenmäherroboter ansprechen. Wir benutzen selber auch einen Rasenmäherroboter, lassen diesen aber nur tagsüber laufen und auch nur beaufsichtigt, das heißt, wenn ich im Garten bin und dort einige Arbeiten verrichte. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass es Rasenmäherroboter gibt, die im Zufallsprinzip mähen und auch welche, die wirklich eine Karte vom Garten erstellen und in Bahnen mähen. Diese sind wesentlich schneller fertig, sodass auch hier die Anwesenheit im Garten dann sehr kurz ist. Aber auch andere Gartengeräte können sehr gefährlich für Igel sein. Dazu gehören Tellersensen und auch Fadenschneider sowie Mistgabel und einfache Spaten. Daher ist es notwendig, vor der Gartenarbeit immer sorgsam durch den Garten zu gehen und vielleicht mit einem kleinen Stöckchen an irgendwelchen Hecken oder an Büschen etwas zu klopfen und die Igel zu verscheuchen. Igel sind sehr neugierig und auch sehr mutig und eigentlich immer hungrig. Daher krabbeln Igel überall hinein, wo sie eventuell Essen riechen und fressen alles, auch wenn es ihnen nicht so gut bekommt, wie zum Beispiel Milchprodukte. Es ist daher besonders wichtig, dass Müllsäcke oder zum Beispiel gelbe Säcke mit Plastikmüll nicht am Boden stehen, denn der Igel könnte da reinkrabbeln, irgendwas fressen, was ihm nicht bekommt, im schlimmsten Fall sich verfangen oder freiwillig in dem Sack schlafen. Und wenn er dann abgeholt wird, dann kann der Igel nicht schnell genug entkommen.
Sogar der Mund-Nasen-Schutz, der mittlerweile auf den Straßen liegt oder auf den Gehwegen, kann für die Igel gefährlich werden, wenn sie da reinkrabbeln und sich verfangen und dann mit der Maske durchs Gebüsch rennen und irgendwo hängen bleiben und von alleine dann nicht mehr rauskommen. Also bitte solche Sachen, alles, was den Igel gefährden kann, in den Müll werfen oder wenn man das beim Spazierengehen irgendwo sieht, vielleicht einfach aufheben und in den nächsten Mülleimer werfen. Igel sind eigentlich sehr ruhige Tiere, obwohl sie durchaus bei Gefahr auch fauchen oder tuckern können. Das kann man sich zugute machen, indem man zum Beispiel, bevor man die Hecke schneidet, mit einem kleinen Stäbchen unten entlang an der Hecke etwas klopft. Und wenn es dann faucht oder tuckert, dann hört man und sieht man oft, dass da ein Igel sitzt. Ganz unerwartete Lautäußerungen von kleinen Babyigeln ist das helle Fiepen, was sich anhört wie Vogelgezwitscher. Das ist sehr niedlich und wenn man das nicht weiß, dann rechnet man gar nicht damit, dass dieses Gepiepe von kleinen Babyigeln kommt. Wenn dir dieses Video mit Informationen gefallen hat, dann schreibe das gerne in die Kommentare. Liebe Grüße, tschüss!